Kovac gab Papajovic Versprechen. Luka Jovic ist in dieser Saison einer der begehrtesten Stürmer Europas. Sein Vater hat jetzt verraten, wie Niko Kovac den Serben zu Frankfurt lockte. Gib mir deinen Sohn und ich mache ihn zum besten Spieler der Welt, versprach Kovac. Ich will ihn mit meiner provokanten Art ans Limit führen, damit er weiß, dass er nicht nur zum Schönspielen da ist, sondern sich auch in den Dienst der Mannschaft stellen muss. Ich habe gesagt, dass ich ihm vertraue, so Milan Jovic. Pogba versteigert WM-Finalschuhe. Frankreichs Weltmeister hat seine Fußballschuhe aus dem WM-Finale 2018 versteigert. 30.000 Euro bekam Paul Pogba für seine Treter. Zusätzlich wurden zwei Trikots für 7.000 Euro verkauft. Der Erlös soll an Schüler aus benachteiligten Regionen des Landes gehen. Pogba hatte mit den Schuhen das zwischenzeitliche 3:1 beim Finalsieg gegen Kroatien erzielt. Lazio Rom droht Geisterspiel. Wegen rassistischer Gesänge der eigenen Fans ist Lazio mit einer Bewährungsstrafe belegt worden. Den Römern droht ein Geisterspiel. Der Zuschauerausschluss tritt in Kraft, wenn es bei den Römern binnen eines Jahres einen weiteren Vorfall geben sollte. Im Pokal-Halbfinale beim AC Mailand hatten Lazio-Anhänger den Milan-Spieler Bakayoko mehrfach rassistisch beleidigt. Rangnick besucht verletzten Fan. Leipzigs Trainer hat einen verletzten RB-Fan im Krankenhaus besucht. Dieser hatte nach dem Spiel gegen den SC Freiburg versucht, ein Selfie mit Ralf Rangnick zu bekommen und war dabei vom Zaun im Stadion in den Innenraum gestürzt. Er verletzte sich schwer am Fuß. Rangnick übergab dem Anhänger am Dienstag ein RB-Trikot und machte schließlich doch noch ein Foto mit ihm.